Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen bei Gary Oldwing. Was Sie jetzt gerade sehen, ist Folge Nummer 25 auf diesem YouTube-Kanal. Und die 25 ist bekanntermaßen eine Jubiläumszahl. Was macht man bei so einem Jubiläum? Man schnasselt sich ein, schaut zurück, schaut nach vorne und beantwortet Fragen. Als ich mich vor etwa 2,5 Jahren für die neue Goldwing zu interessieren begonnen habe, war YouTube natürlich eine der Quellen, um Informationen zu bekommen. Aber bis auf ein paar Testberichte gab es keine Beiträge in deutscher Sprache. Und da wurde mir klar, wie ich mich auch im Ruhestand weiter wichtig machen könnte. Ich hätte natürlich auch im Park Tauben füttern können, aber das hier macht deutlich mehr Spaß. Als Erklärbär bei YouTube spielt man eine Rolle und die sollte auch einen entsprechenden Namen haben. Und Gary Oldwing, finde ich, klingt einfach gut und trägt das, um was es hier geht, unübersehbar in sich. Und der Name funktioniert auch gut in Suchmaschinen. Für gewöhnlich wird der Erfolg bei YouTube an Zahlen gemessen. Aufrufe, Links, Abonnenten und natürlich Werbeeinnahmen. Gut, dann bin ich relativ erfolglos. Aber das ist auch egal, denn ich muss mit YouTube kein Geld verdienen. Ich habe meinen Spaß bei der Sache und ihr hoffentlich auch. Naja, und dem einen oder anderen konnte ich ja auch schon helfen. Und wenn von euch ein netter Kommentar kommt, dann freue ich mich natürlich besonders. Okay, war jetzt auch nicht so oft. Dafür aber nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden. Und deshalb an dieser Stelle auch mal ein Gruß über die Grenze. Die Informationen zu meinen Beiträgen schöpfe ich aus vier wesentlichen Quellen. Eine Quelle ist mein eigener Fundus und der wurde gefüllt durch Testen, Rumtüfteln und Überprüfen. Dann kommt, man glaubt es kaum, das Fahrhandbuch. Ich liebe es, Bedienungsanleitungen zu lesen und dann das Gelesene auch direkt auszuprobieren. Und neben dem gedruckten gibt es dann noch das sprechende Handbuch, nämlich die netten Mitarbeiter der Honda-Vertretung meines Vertrauens, die schon so manche Info für mich auf Lager hatten. An dieser Stelle Dank und Grüße nach Solingen. Eine weitere gute Quelle ist das Goldwing-Forum. Gut, wie in allen Foren gibt es doch dort ein paar Glaubenskrieger, aber den meisten geht es um die Sache. Und einige davon haben so richtig Ahnung. Die haben nicht nur das Fahrerhandbuch gelesen, sondern auch das Werkstattbuch. Und für die meisten Probleme haben die auch eine Lösung parat. Jungs, auch an euch mein Dank. Und dann ist da natürlich das Internet, insbesondere YouTube. Dort findet man Herren wie Mr. Cruiseman, aber eben leider nur in Englisch. Wenn man in der Schule halbwegs aufgepasst hat, dann bekommt man auch das Wesentliche eigentlich mit, aber in der Muttersprache ist es halt doch schon geschmeidiger. Es gibt auf YouTube aber auch einen deutschsprachigen Kanal. Meines Wissens sogar den einzigen überhaupt. Wie heißt der denn noch gleich? Irgendwas mit Gary O... Kurz gesagt, ich habe noch Bock auf weitere Folgen, falls das für euch okay ist. Ein paar Themen stehen noch auf meiner Liste, aber irgendwann ist das Ende der Fahnenstange natürlich erreicht. Und dann wird man schauen, wie es weitergeht. Vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Anregung für mich. Und falls ihr keine Lust haben solltet, über die Kommentare zu kommunizieren, ihr könnt mich auch direkt anschreiben. Entgegen meiner Philosophie, YouTube-Beiträge möglichst abwechslungsreich und knackig zu halten, war das jetzt gerade eine Menge Gelaber. Aber musste auch mal sein. Und beim nächsten Mal gibt's wieder was zu sehen. Versprochen. So, und jetzt gönne ich mir noch einen Schluck von diesem fantastischen irischen Whisky. Prost!